Los, lass uns ein bisschen joggen hier. 1 und 2 und 2 und 3, 1 und 3 und 3 und 4. Los, bewegt mal eure müden Knochen. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Dark Souls von Norm 93 Stufe. Wir sind endlich angekommen in der Zwielichtkathedrale, wo der erste große Boss auf uns warten wird, die Fledermauskönigin Tiamat. Dieser Luftkampf im letzten Part war eine ganz schön heiße Sache. Und wie es aussieht, ist ja auch noch eine heiße Sache am Dampfen. Der Greif kämpft immer noch, der ist aber sehr widerspenstig. Ja genau, hack ihm in die Augen aus. Ihr. Komm schon. Greif vor. Den hätte ich besser als Reittier behalten. Oh, und wechseln sie. Iu, was ist das denn? Warum pustest du es an, Krieg? Willst du, dass es zerplatzt und hier alles auf dem Boden liegt? Das ist doch Iu, das ist doch ekelig. Kann ich die nehmen? Oh, die Bänke. Vielleicht kann ich das dagegen schmeißen. Probieren wir mal. Macht nichts, außer dass ich... Iu, was ist... Ei, heilige, was ist denn das da hinten? Überall eklige Sachen von den Wänden. Und von den Decken natürlich. Oh. Das hält was fest, oder? Kann es sein? Ach so, ein... Das hält eine Statue fest. Oh, oh. Na du. Komm her! So. Ach, und heute gibt es einen leckeren dämonenschwingenden Auflauf. Meine Lieben, alles was sie dafür brauchen, sind 3 bis 4 frisch abgehangene Dämonenschwingen, die sie dann in einem Stück nehmen, in der Mitte spalten und dann alles übereinander stapeln mit ein bisschen Käse und dann alles schön zerfließen lassen. Kommst du? Hey du! Hey du! Psst! Psst! Hey du! Ich habe deine Brüder gerade umgebracht. Willst du nicht mitmachen? Ah, ich wusste, dass du mitmachen willst. Bist ja kein Außenseiter. Nee, dass jetzt Außenseiter was Schlechtes sind. Oh, ist hier noch einer? Ist hier noch einer? Wo? Da ist einer und... was ist denn da draußen los? Randale? Hm. Da hinten habe ich noch eine gesehen. Wo bist du? Wo bist du? Hallo? Aha. Na komm. Und du bist der Letzte. In diesem Raum zumindest. So, jetzt schaue ich mal. Ich vermute stark, diese Schlinge oder was das ist, soll die Statue runterfallen lassen. Hier ist der Boden nämlich ein bisschen brüchig. Und dann kommen wir eine Etage tiefer. Gut, gut. Mal sehen, wo schaue ich denn jetzt? Ich kann in beide Richtungen gehen. Dann gehe ich erstmal dahin, wo der, ja, wo die Tür zu ist. Und da, wo die ganze Party stattfindet. Ich werde hier ausgeschlossen. Hä? Alter, da drüben geht die Party echt richtig ab hier. Hm. Das Schwert kann ich ja nicht nehmen. Nee, das leuchtet hier rot. Kann ich wahrscheinlich später nehmen. Ich soll ja so hin. Und. Alle hopp. Schöner Garten. Schöner Garten. Ah, da sehe ich auch schon. Wir müssen die Statue runterschubsen. Das finde ich schön gemacht vom Spiel, dass das einem zeigt, was man zu tun hat. Hey, Witzke, was haben wir denn hier? Eine eigene kleine Party. Alle Rede. So. So. Ach. Endlich mal wieder ein bisschen Spaß hier. So. Und der erste Finisher hier. Wunderbar. So. Ist noch ein bisschen unhandlich mit der Sense, aber das wird auch schon noch. Oh. Der? Ich kann Leuchte zum Brennen bringen? Oh, da fliegt er aber. Da kommt er. Ich kann die echt in Brand stecken. Wie geil ist das denn? Das stimmt ja, die Wirbel in Kombo. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Oh. Und die Musik ist wunderbar. Whoop. Oh, was war das? Oh, achso, das war das Ende von der. Ah ja, stimmt. Den Wirbel kann ich jetzt ja auch in der Luft machen.
Mann, die Kämpfe sind immer so schnell vorbei. Da kann mir ja gar nichts zeigen. Och, na Schübe. Es kribbelt mir schon in den Fingern. Und du bist als Erster dran. Hey! Ja, erstmal die Dämonenschwingen ausschalten. Fliegende Gegner sind keine guten Gegner. Wo bist du? Wo ist die andere? Wo ist die andere? Aua! Ah, du bist schon fertig. Da, jetzt fängt ihr wieder an zu arbeiten. Oh. In Kamulten steigt das jetzt ein bisschen. Ai je. Es gibt. Da muss man aufpassen, dass man sich die Finger verknotet. Los, lass uns ein bisschen joggen hier. 1 und 2 und 3 und 3. 1 und 3 und 3 und 4. Los, bewegt mal eure müden Knochen. So. Oh, die Kreise, natürlich. So. Nein, das war die falsche Taste, oder? Wie mache ich nochmal die Luft? Komm, einfach. Achso, mache ich. Okay, gut. Komm an! Ach, schon schön so am Feuer zu sitzen. Ungeschmolzte Knochen zu knabbern. Ist jetzt alles vorbei? Ja, wir sind fertig hier. Ha. Und hier brauchen wir wieder einen Schlüssel des Beobachters, na du? Oh. Mal sehen, den kriege ich. Das finde ich immer noch gut, man kann, dass man hier keinen Stein schneiden kann. Bringt nichts, gut. Hat der mich gerade ausgelacht? Die Geräusche, das macht, das sind aber süß. So. Wie so ein kleiner Papagei. Alter. Bombengewächs. Hui. Nehmen Sie sich diese klebrige Bombe und werfen sie auf Objekte und Feinde, bevor sie detoniert. Schlagen Sie, damit sie sofort detoniert. Ah. Oh, Gesundheit. Schön, schön, schön. Sehen soll mir nicht fehlen. Ich sehe ja schon wieder jemand. Ich bin ganz paranoid. Ich höre überall Geräusche. Ich höre Geräusche. Soll ich sie etwa riechen? Hopp. Ich mache mich lieber mal bereit, nicht, dass da einer kommt. Hopp. Alter, bricht alles ein. Hoppala. Das ist jetzt aber keine Sache, wo dann die Lava von oben, die Lava steigt, oder? Hoppa. Alter, was machen die hier? Achso, das ist wahrscheinlich. Oh, was haben wir denn da? Das ist wahrscheinlich die Tiamat, die sich mit dem Greifen umschlagt. Rage, stell deinen Teil von Kriegszorn wieder her. Oh, schön. Und bitte landen. Danke. Danke, Grieg. Wir beide schaffen das. Wir machen aber ganz schön Randale hier um das Ganze, um die ganze Kathedrale um. Aha. Ich schaue mich erstmal um, nicht, dass hier noch was ist, ein Geheimnis oder so. Vielleicht kann ich hier irgendwo eine geheime Truhe wiederfinden. Ah, da haben wir doch was. Ah, eine Schatztruhe. Mit dem Schlüssel wahrscheinlich. Ja, das verrät mir schon die Karte. Enthüllt die komplette Karte des aktuellen Bereichs. Drücken Sie, um auf die Bereichskarte zuzugreifen. Okay. Achso, hier bin ich. Okay, hier brauchen wir den Schlüssel. Hier bin ich, kann ich noch nicht durch. Hier haben wir die Weltkarte. Hm, schön. Okay, okay, okay. Wo bin ich gerade? Da bei einem Pfeil. Gut. Hm, da drüben. Ich gehe erstmal da drüben hin zu der Tür. Bevor ich hier das hier runterstoß. Hier müsste ich irgendwas werfen. Wer weiß, vielleicht bekomme ich an dem Teil was für so eine Wurfwaffe. Sowas wie ein Speer, den ich zurückziehen kann. Was weiß ich. Igitt. Das hat ein Maul im Maul. So ein Alien-Vieh. Ja, jetzt bin ich wieder in der Haupthalle. Gut. Sehen? Ich kann hier einfach sehen. Das ist mir doch viel zu ruhig.
Ich hab's mir doch geahnt. Da kommt er her. So. So. Bloß nicht runterfallen, Krieg. Halt, Krieg! Krieg, was hab ich... Krieg, was hab ich dir gerade eben gesagt? Was hab ich dir gerade eben gesagt? Hä? Aber nö, nee, ich muss ja einfach runterfallen, was mir so viel Spaß macht, alles nochmal zu laufen. Und wer jammert das nächste Mal, wenn er in die Lava fällt? Also ich nicht, Herr Krieg. Ich nicht. Alter, könnt ihr mal hier euch ein Zimmer suchen und nicht da draußen rumvögeln? Das ist nein, das war unpassend von mir. Tut mir leid. Ich bin halt nur ein bisschen gestresst. Ich mag es halt nicht, wenn man immer wieder runterfällt. Gut, dann schwingen wir mal die Statue und machen mal den Platz ein bisschen schöner. Huhu. Geht's da weit runter, oder? Ach, was soll's. Geronimo. Hui. Jippam. Ach, schön der Aufschlag. Sieht man da was? Lava. Über Lava. In einer unterirdischen... Was sind wir eigentlich? Und das ist wohl der sehr... Das ist wohl der Heizkeller. Na ihr? So. Das war meine schöne Kombo. Aber echt, das ist wirklich so unterschiedlich, was man mit den Kombos machen kann. Ob man nun einen Angriff gedrückt hält oder nur antippt. Da habe ich ein Artefakt gesehen. Das will ich natürlich. Kann ich mich vielleicht umdrehen oder so? Ah, sehr gut. Erwischt. So. Und... Da und so. Heidewisker. Ich mag es selbst nicht so, dass ich dann immer so ruhig bin, aber... ich kann mich entweder nur aufs Regen konzentrieren oder aufs Drücken. Also bei solchen Kämpfen. Eigentlich sollten wir uns die Füße verbrennen, wenn wir hier stehen, weil ich meine, direkt über der Lava, aber er denkt sich, boah, locker die Schultern ein bisschen. Schön. Einfach nur schön, so ein Thermalbad, so ein Thermalofen. Oh, hallo. Hi, hey. Hey, 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 hey. Hey. So, wer will was? Wer will was? Ja, das sollte ich lieber nicht so verwenden. Oh, das war gut. Und, yep. Na komm. Aufstehen. Alter, wie die halt gar nichts können, aber auch. Ich spiele auf normal durch, falls ihr es nicht wisst. Und was haben wir hier? Ach, hier haben wir den Schlüssel des Betrachters. Gut. Und damit jetzt wieder zurück. Alles klar. So. Ach. So viele Techniken. So wenig Zeit, alles zu lernen. Ich werde das wahrscheinlich irgendwann offscreen machen. Dass ich einfach mal so ein bisschen euch auch was präsentieren kann, damit ich nicht immer die gleichen Kombos nehme. Es gibt ja Leute, zu denen ich nicht gehöre, die immer gern so die gleichen Kombos machen, aber ich persönlich würde sowas eher langweilig finden. Deshalb probiere ich, wenn es schon wie die Möglichkeit gibt, das weiß ich jetzt auch nicht, was das war. Jesus.
Gefahr. Eure, meine Liebe flammt vor euch. Und dann schubst du euch in die Lava. Aber ich falle nicht in die Lava. Nein, 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 das tue ich nicht. Gut. Ich gehe gerade nur noch zum Tor hin, öffne dieses und dann ist wahrscheinlich wieder ein Speicherpunkt. Das ist, wäre dann sehr, sehr schön. Dann würde ich den Part dann nämlich hier wieder beenden. Seit wann sind die denn da? So. Eide Witzka. Moment, kann ich auch diesen Angriff jetzt? Das stimmt ja. Ich kann jetzt auch den Sprint-Klingen-Sensenangriff. So, und du kommst auch her. Da musst du wohl zum Augearzt. Gut, wie schön, es wurde gespeichert. Also, meine Lieben. Dann war's das erstmal hier für diesen Part von mir aus. Wir sehen uns hier wieder im Regen. Mit den paar Fledermäusen oder Schmetterlingen. Was sind das da oben? Keine Ahnung. Falls euch dieser Part gefallen hat, dann lasst es mich bitte wissen und teilt ihn mit euren Freunden, damit meine Zuschauerschaft steigt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin euer 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. Hüp. And goodbye.